2006 wird es vorbereitet und im nächsten Jahr wird es dann richtig aufgebrochen. Und dann 2 Jahre später kommt der Sakralbereich vom Sakralchakra, der dann da in diesen Bereich hineingeht. Diese Welle wird dann diesen Bereich erfassen und dann kommt das Wurzelchakra. Und da geht es richtig ans Eingemachte. 2012 kommt dann die ganz massive Phase, wo nachher alle richtig unten beim Wurzelchakra durchgeschüttelt werden. Ich glaube, es ist noch niemand entgangen, dass momentan eine Zeit ist, wo es ziemlich zugeht. Ja? Die Leute werden so richtig durchgebeutelt. Ja? Aber die Beutelung beginnt erst mit der Öffnung der unteren 3 Chakren, weil jetzt geht es ins Physische hinein. Jetzt geht es in die physische Dimension, wo praktisch das davon erfasst wird. Die Mayas haben das eh schon lange gewusst. Die haben einen Maya-Kalender erstellt, in denen sie das sehr schön in Form von Wellen dargestellt haben. Wir haben morgen, glaube ich, ein Seminar zu dem Thema. Da gibt es morgen Einführung in die Struktur des Maya-Kalenders mit allem drum und dran. Wie ist der aufgebaut? Wie funktioniert der? Wie kann man Zeitsprünge machen? Was ist überhaupt die Zeit? Wir glauben immer, die Zeit teilt sich in 3 Zeitzonen. Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Das stimmt schon in gewisser Weise, aber es ist nicht so, dass die Zukunft vor uns liegt und die Vergangenheit hinter uns. Nein, die Zukunft ist jetzt. Und die Vergangenheit ist auch jetzt. Und wenn jemand sagt, er kann Zeitreisen machen, dann stimmt das, weil wir machen alle ständig Zeitreisen. Das mag jetzt abstrus erscheinen, aber es ist so. Manche können massivere Zeitreisen machen als andere, aber Zeitreisen machen alle. Und Zukunft gibt es nur jetzt. Und die Mayas haben Kalenderstrukturen entwickelt, wie man auf sehr fortgeschrittene Weise Zeitreisen machen kann. Das sind Zeitreisekalender. Und das schauen wir uns eben morgen an, wie das funktioniert. Wie man mit diesen Kalendern sozusagen durch die Zeit reisen kann. Hier sieht man da so eine Spiralstruktur, das die Mayas auch als eine Welle bezeichnen. Und das war die Welle, die hat da begonnen im 87er Jahr. Ja, und die geht da rauf, da 88, 89, 90, bis 1999. Das war die Vorbereitungswelle für den Endzyklus einer großen Zeitepoche, die über 5000 Jahre gelaufen ist. Und zwischen 1999 und 2000 hat sich das dann umgepolt in die letzte Welle. Das ist die letzte 13er Welle, die dann von 2000 bis 2012 Ende läuft und dann mit dem Jahr 2013 praktisch abgeschlossen ist. Am Beginn des Jahres 2013. Und das war der Eintrittspunkt in die sogenannte harmonische Konvergenz, hat es damals geheißen. Und es ist ganz interessant, dass genau zu dem Zeitpunkt etwa, 86, 87, die Kornkreisphänomene angefangen haben in Südengland. Ja? Also vor 26 Jahren hat es sozusagen begonnen, jetzt einmal von 2012 zurückgerechnet. Und die harmonische Konvergenz ist das Eintreten der Erde in den solaren Strahl der Plejadischen Zentralsonne. Ja? Das Sonnensystem, muss ich jetzt ein bisschen umschwenken, ist ja keine starre Angelegenheit. Wenn wir unser Sonnensystem einmal so anschauen, ja, dann haben wir da die Sonne, nachher laufen da die inneren Planeten und dann die äußeren Planeten ist dann Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. Und diese mehr oder weniger scheibenförmige Struktur von diesen Planeten, wie die da kreisen, die steht nicht einfach nur still im Weltall, sondern die bewegt sich ganz lautlos irgendwo hin und durchquert bei dieser Bewegung solche Bänder. Lassen wir den Pluto da mal weg, sagen wir mal, das ist so ein Band da. Ja? Dann ist es so, dass das Sonnensystem durch so ein Band durchwandern kann und zu bestimmten Zeitpunkten die Planeten, die ja um die Sonne kreisen, dieses Band zum ersten Mal kontaktieren. Und die Erde hat ein solches Band, nämlich das Plejadische Band der Strahlung des Photonengürtels der Plejaden, zum ersten Mal im Jahre 1987 zum ersten Mal kontaktiert. Da ist praktisch die Erde da zum ersten Mal angestoßen bei dem Bandel. Und seit dieser Zeit wandern wir immer weiter in dieses Band hinein. Und dieser erste Synchronisierungspunkt, das war die harmonische Konvergenz. Gibt es ein anderes Bild, da sieht man das auch noch einmal. Ja. Wenn da jetzt dann zum Beispiel unser Sonnensystem ist, dann wandert es langsam in dieses Band hinein. Das ist das plejadische Strahlungsband, was da ausstrahlt. Und die Erde hat es zum ersten Mal kontaktiert im Jahre 87. Und seit der Zeit gibt es Kornkreise, was natürlich zu der Frage führt, hat das etwas mit den Plejaden zu tun? Und meine persönliche Antwort ist ja. Ich persönlich glaube, dass die Kornkreise vom plejadischen Zentralsystem herunterkommen. Und gerade jetzt in diesem Jahr und im nächsten Jahr wird sich das offenbaren, viel stärker,
weil wir jetzt diesen Solarplexus-Bereich erreicht haben. Und da sitzt die Jungfrau, ja, von den Tierkreiszeichen, und die hat eine Kornähre in der Hand. Wer mal Sternbilder angeschaut hat, der weiß ja, jetzt muss ich schauen, ob wir da ein Jungfraubild haben. Ja, hier sieht man es. Hier sieht man, dass ja aus alter Zeit die verschiedenen Tierkreiszeichen an verschiedenen Körperteilen auch zugehörig dargestellt sind. Da ist zum Beispiel der Widder da oben, da hinten sitzt der Stier im Nacken. Ja. Da sind die Zwillinge links und rechts, da bei den Armen. Da ist der Krebs da am Brustbereich. Und da unterhalb dieses Krebses ist der Löwe. Und unterhalb des Löwen ist da so eine Frau, die hat zwar so Kornähren in der Hand, das ist die Jungfrau. Und das alte Symbol für die Plejaden waren immer die Kornähre. Das ist die Kornähre. Und das sind ja auch die Kornkreise, die ja deutlich zeigen, dass diese Muster in einer Kornährenstruktur erscheint. Und in diesem Jahr, 2006 und 2007, haben wir genau den Punkt erreicht, wo die Jungfrau mit der Kornähre drinnen sitzt. Das bedeutet, dass jetzt in diesen Jahren, dieses und nächstes Jahr, die Offenbarung über die Herkunft der Kornkreise ganz massiv hereinkommen wird. Und das hat sehr viel mit dem plejadischen System zu tun. Und dann geht es weiter zur Waage, ja, zum Skorpion, und dann da herunten ist der Schütze. Da haben wir nachher den Steinbock und da den Wassermann. Und ganz unten sind dann die Fische zugeordnet, bei den Fußsäulen. Das sind ja unsere sensibelsten Zonen. Fußreflexmassage, nicht? Man weiß ja, Fische sind ja sehr sensibel. Und das hängt sehr viel auch mit diesen Füßen da unten dann zusammen. So, nochmal zurück zu diesem Bereich. Ja, es ist also so, dass sich diese Entwicklung im Prinzip ja in den Kornkreisen schon auch abgebildet hat, wie sie das alles geöffnet hat. Natürlich muss man in der Metaphysik der Zusammenhänge ein bisschen bewandert sein, um das auch richtig deuten zu können. Wenn man da über 2000 Symbole hat, kann man leicht einen Überblick verlieren, vor allen Dingen, wenn es auch um die Informationen geht, die da dahinter stehen. Aber interessant war eben, was sich im Jahre 1999 abgespielt hat, wenn wir da noch einmal zurückgehen, war ja das der Punkt, wo die Welle, die letzte Welle der Öffnung der sieben Siegel begonnen hat. Das ist ja ein Zeitraum im Prinzip von 13 Jahren, in denen sich in je zwei Jahren ungefähr eine Öffnung von einer Ebene widerspiegelt. Nicht? Wenn wir sieben Ebenen haben, braucht man 14 Jahre, um diese sieben Ebenen zu öffnen. So zwischen 98 und 99 hat es begonnen, brauchen wir 14 Jahre bis 2012. Und daher war der Zeitraum besonders interessant. Und im Jahre 1999 sind diese Symbole erschienen da. Ja, die da. Und das da, das ist ja sehr berühmt, das ist der siebenstrahlige Kerzenleuchter aus der Bibel. Den kennt vielleicht der eine oder andere, der sich mit der kabbalistischen Tradition beschäftigt hat, das Alte Testament gelesen hat. Wurde vor 6000 Jahren offiziell auf dem Planeten installiert, mit der Bundeslade zusammen. Zum Zeitpunkt, als Moses einen Bund mit dem Gott Yahweh abgeschlossen hat. Und man sagt, dass seit dieser Zeit die Tradition der 12 Stämme Israels die dominante Rolle auf dem Planeten auch übernommen hat. Es sind auch sieben Strahlen da drauf. Ne? Das sind sieben Ebenen, um die es da geht. Ja, die sieben Lichter, wie sie auch genannt werden, die erleuchtet worden sind, nachdem die Bundeslade geschlossen wurde, nachdem wir in die Materie auch eingeschlossen worden ist, und daher ist auch der Würfel der Bundeslade erschienen. Der ist da, auf das kommen wir dann später nochmal genauer zu sprechen. Das war genau im Jahr 1999. Und der Kerzenleuchter ist jetzt aus, der hat keine Lichter da oben. Die Lichter sind abgelöscht worden. Der ist sozusagen wie ein Kerzenleuchter ausgemacht worden. Will andeuten, dass wir keine Kerze mehr brauchen. Ja, warum brauchen wir keine Kerzen mehr, wenn es draußen hell wird? Wenn es draußen dunkel ist, dann müssen wir es anzünden, ne? Dann müssen wir Licht einschalten. Und wenn es draußen hell wird, können wir Kerzenleuchter ausmachen. Das bedeutet, der Beginn der Öffnung der siebten Ebene des Bundesladenwürfels hat hier begonnen. Ja? Und das ist ein interessanter Kornkreis gewesen, das ist die sogenannte Narrenkappe, die 14-strahlige Narrenkappe. Die Narrenkappe, die braucht es immer, wenn die sieben Dimensionen sozusagen in die Dynamik hereintreten, und das nennt man auch den Berater, ja, des Königs. Früher hat es immer am Königshof so Narren geben, die sind da mit Kasperlen herumgesprungen und haben immer so satirische Programme aufgeführt, um etwas auf den Punkt zu bringen. Das waren eigentlich Berater, sehr feinstoffliche Berater der Königsliga. Das nennt man auch die Tarnkappe, um die es da geht.
die ist da auch erschienen. Ja?